Wie lange gibt es schon Flugzeuge? Das ist eine gute Frage. Ui. Das wüsste ich jetzt selber nicht genau. Können Roboter auch unsere Schulaufgaben machen? Wir haben eine komische Frage miteinander zu behandeln. Wie fühlt sich Musik an? Das klingt so, als wäre Musik eine Art Schnee. Wenn man den anfasst, macht man sich die Hände kalt. Oder eine Art Wasser, bei der man nasse Finger bekommt. Liebe Kinder, so einfach ist das nicht. Und dazu will ich mit euch jetzt mal ein kleines Experiment machen. Zwei völlig sinnlose Wörter, Maluma und Tarkete. So, und jetzt machen wir Folgendes. Also ich sage jetzt erstmal das Wort Maluma. Maluma. Passt dazu der Blitz. Und passt dazu die Wolke? Ja! Wunderbar. Und jetzt sage ich euch das Wort Tarkete. Tarkete. Was passt dazu? Der Blitz? Und die Wolke? Toll. Toll. Habt ihr ganz toll gemacht. Pass auf. Und jetzt, liebe Kinder, kommt ein komischer Punkt. Also ich singe euch jetzt als erstes ein Stück von Beethoven vor. Und zwar eine Arie aus der Oper Fidelio, aber ich singe keinen Text, sondern singe das nur so auf la la la. Was war das? Maluma oder Tarkete? Tarkete! Damit habe ich eine erste Teilantwort zu meinem Thema, wie fühlt sich Musik an? Musik hat Kraft, die man spüren kann. Und Musik erzeugt in uns Gefühle. Angst, Freude, Furcht, auch Glück.